Ja. Let's do another one. Okay. Bitte, ja. Speichern. Juhu! Woohoo! Oh. Hallo. Wir könnten Verstecken spielen. Wir können es aber lassen. Verstecken ist was für Kinder. Eins, zwei, drei, was? Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Schrank! Nein, Tuch. Ja, sorry. Gleich ist dein Einsatz. Trank! Genau. Trank! Ich glaube, wir haben es verstanden. 85, 86, 87, 88. Waren das Mottenkugeln? Ja. Mottenkugeln! Großer Schrank. Tote Tiere. Pelz ist Mord. Baum? Ja, plötzlich geht sie rückwärts. Ah ja, ja. Bei uns zu Hause gehen alle rückwärts. Hallo. König der Löwen? Das ist irgendwie unser Kapitel, oder? Ja, so wie bei Herr der Ringe, denke ich mal, ne? Ein Flisch der Blick auf Narnia. Wollen wir? Ja. Dann los. Was bleibt uns anderes übrig? Wir könnten aufhören. Lucy! Schrank! Sorry. Du hast keine Angst im Dunkeln. Mit dir schon. Ich will, dass ihre Zunge dran festfriert, mein Gott. Frestfriert. Komm, du willst es. Ah! Mittagessen! Faun! Nicht so laut. Entschuldigung. Haben Sie sich von mir versteckt? Nein. Nein. Vor der Laterne. Ja. Wollte ich bloß nicht erschrecken. Bist du so etwas wie ein argloser Gnom? Ich bin kein Gnom. Ich bin ein Mädchen. Und schlecht synchronisiert. Eigentlich bin ich doch ein Gnom, aber das will ich nicht zugeben. Da bist. Ja, natürlich bin ich das. Was machst du hier in dieser Gegend? Frieren. Das leere Zimmer. Und plötzlich war ich im Kleiderschrank. Entschuldige, Kleiderschrank? Ist das in Narnia? Narnia? Was ist das? Alles hier. Von der Laterne bis zum großen Schloss Cair Paravel am östlichen Meer. Sag das dreimal schnell hintereinander. Bitte erlaube mir, mich vorzustellen. Ich heiße Herr Tumnus. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Tumnus. Ich bin Lucy Pevensey. Lucy Pevensey. Wie gefällt dir ein gepflegtes Tässchen Tee bei mir? Hm? Oh. Vielen herzlichen Dank, aber... Dafür solltest du vollständig bekleidet sein. Mhm. Eigentlich ist er nackig, bis auf den Schal. Bis später. Ach ja. Der Arsch. Edmund? Oh, Edmund! Du bist auch hier! Ist das nicht wundervoll? Ja. Herr Tumnus, geht es dir gut? Du siehst schrecklich aus. Tumnus. Was hast du erwartet? Weißt du, mir ist kalt. Wie kommen wir von hier zurück? Zu Fuß. Ich finde ja, dass die Eisfläche ein bisschen sehr stark spiegelt. Ja, es ist halt eine extrem glatte Eisfläche. Wie kriegen wir was? Na, das, was da so schwebt. Können wir springen? Also ich bis jetzt nicht. Ich habe einen Stock. Ja, den habe ich gerade eingesammelt. Ich habe ihn eingesammelt und du kriegst ihn. Wie kann ich da hochklettern? Wie bist du vorhin geklettert? Mit Steuerung. Toll. Ich will klettern. Kletter du mal hier. Vielleicht kannst du nicht klettern. Kann sein. Edmund kann auf diesen Baum klettern. Na, yeah. Mal. Alter. Nein, das war's nicht. Achso, der ist gar nicht da, ne? Nein, ich bin Edmund. Ach, du bist Edmund. Hier ist auch ein Schild. Ich will da doch nur rauf. Komm schon. Ah, jetzt ja.
Ist das eigentlich sinnvoll, dass ich darauf klettere? Höher! Ich weiß nicht. Wir kriegen diese ganzen Sachen nicht. Das wahrscheinlich, weil wir zu klein sind. Ist ja blöd. Das ist der Wiederspielwert. Ja, klar. Wiederspielwert. Wenn man mit den anderen Charakteren hier hinlatschen muss. Oh, Lucy, mach Schattenboxen. Bam! Bam! Mach schon! Bam! Das habe ich auch schon versucht. Wir sollen alle Bündnismarken sammeln. Wir haben noch nicht alle Bündnismarken. Huch. Hier ist noch irgend so ein Ding, an das ich nicht drankomme. Edmund kann einen brennenden Stock benutzen. Ah, gucke mal. Okay. Ah, mein Stock brennt. Habe ich das laut gesagt? Aber ich komme da trotzdem nicht dran. Ich fürchte, das musst du machen. Ich bin zu klein. Wie macht man das? Du musst gleich mal zu mir kommen. Hier, du musst dieses Ding hier. Ich setze hier alles in Flammen. Hier, ich hüpfe runter und jetzt musst du da drauf. Einfach gegenlaufen. Kann ich. Wieso denn nicht? Ich kann es durch die Gegend schieben, das kann ich. Na toll. Okay. Ja, dann gib mal die holen. Bash. Ich bin ein Berserker. Und jetzt muss ich irgendwie versuchen. Hallo, es geht nicht weiter. Stehst du vielleicht im Weg? Ja. Ja, aber wir standen uns gegenseitig im Weg. Diese blöde Münze zu kriegen. Du hast jetzt, warum habe ich die jetzt in Ehe gegen sich? Verbünden freigeschaltet. Du hast die Bündnisfähigkeit freigeschaltet, damit sich zwei Kinder verbünden, musst du sie nebeneinander stellen und Unendlichkeit drücken, wenn die blauen Ringe auf dem Boden erscheinen. Toll, jetzt können wir wieder rausfinden, was Unendlichkeit ist. Ja. Ich drücke irgendwas. Warte, warte. Aha, ich habe einfach A gedrückt. Ja, toll. Bam! Super Spiel, bin ich ja. Wölfer, Wölfer, Gegner! Stärkt, Feindfiguren! Du darfst mir übrigens ruhig helfen. Ich kann doch nicht kämpfen. Ich bin ein Natürlich, du kannst Mädchen. Boxen. Ich kann gegenrempeln. Box mal. Ich kann nur rempeln. Wirklich. Okay, okay. Und dieses doofe Ding kommen wir jetzt wieder nicht dran. Es sei denn, wir holen wieder das komische Schneeball-Ding. Aber da habe ich keine Lust zu. Okay. Können wir eigentlich Untertitel einstellen? Ich weiß nicht. Versuch's mal. Okay. Wir haben ein Inventar? Oh mein Gott. Nein. Nö, ne? Nein. Geh mal ins Inventar. Okay. Mutiges Herz für alle Kaufen Kinder. Kaufen wir doch Kauf mal, was? Kauf das! Das mutige Herz verbessert insgesamt die Gesundheit der Pervers. Du hast auch pervers gelesen, oder? Nö. Nein. Okay. Was ist das überhaupt? Weiter im Text. Vögel! Muss ich ja wieder hochklettern? Ja, muss ich. Aha. Du sollst daran hochklettern, nicht dryhumpen. Yay, du hast Feuer gesammelt. Ich habe Feuer gemacht! Edmund und Lucy müssen sich verbünden, um in den tiefen Schnee zu dingsen. Ja. Okay, ist das dann nicht eigentlich schwerer? Boom, boom, boom! Ich fackel hier alles ab. Yay. Alter. Wuhu! Ich mach kaputt! Ja! Yeah. Ihr rennt die steile Wand hoch. Ja, Edmund, hilf ihr nicht! Heißt 98, der Edmund? 99. Alles ist gut, ich bin Edmund. Wieder da! Ich bin mir nicht sicher, ob ihr beide das Spiel verstanden habt. Ich bin doch ganz lange weg gewesen. Ist das jetzt eine Aussage über uns? Dass er nicht sicher ist, ob wir das Spiel verstanden haben? Ihr scheint das innere Gleichgewicht meiner Haushälterin durcheinander zu bringen. Oh. Unsere Schwester, Sir, Lucy. Lucy sagt, sie hat ein magisches Land gefunden. In diesem Kleiderschrank da oben. What? Schrank! Was hast du gesagt? Lucy glaubt, einen Wald entdeckt zu haben. Und weiter? Naja, es klang ziemlich verrückt.
Aber was war mit dem Wald? Edmund sagt, sie hätten das nur gespielt. Und normalerweise kann man ihm eher glauben. Nein. Nö. Das wäre das allererste Mal. Nun, wenn sie nicht verrückt ist und auch nicht lügt, dann sagt sie logischerweise wohl die Wahrheit. Deduktives Denken. Wir sollen ja einfach glauben. Ihr seid eine Familie. Ihr müsst endlich lernen, euch auch als solche zu benehmen. Ja. Der Ton von diesen Sequenzen ist gar nicht mal so gut. Nee, der ist das sogar recht schlecht eigentlich. Abgefilmt irgendwie. Vielleicht ist es das. Da ist jemand mit einer Kamera im Kino gesessen oder so. Genau. Nicht, dass wir sowas unterstützen würden. Nee, mit diesem Spiel tun wir das scheinbar. Oh mein Gott. Wow. Jetzt kommt wieder die tolle Bewertung. Ja. Sagt uns mal, wie ihr das... Ausgezeichnet. Sagt uns mal, wie ihr das findet. Ja. Schreibt uns mal Kommentare, was ihr zu dem Spiel sagt und ob wir weitermachen sollen. Ja. 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 Also ich habe darauf doch durchaus schon Lust, muss ich gestehen. Wir werden sehen. Ausgezeichnet. Ach ja, wir wollten euch noch zeigen, wie anstrengend es ist, dieses Spiel zu verlassen. Oh. Willst du mal das Spiel beenden? Aber gerne. Beende mal das Spiel. Ich versuch's. Ja, wir wollen speichern. Okay. Man kann das übrigens nicht mit der Maus machen. Man hat lediglich die Tastatur zur Verfügung. So. Drückt beenden. Kleiderschrank verlassen. Oh ja, bitte. Titelscreen. Wir haben den Kleiderschrank verlassen. Ja, und jetzt sind wir in den Bergen. What? Auf zu posen. Warten wir. F1 drücken. Jetzt müssen wir F1 drücken. Und jetzt können wir zu Windows zurückkehren. Und dann ist das Spiel weg. Dankeschön und tschüss.